Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch zeigen, dass Linux Ubuntu mit sehr vielen grafischen Spielereien, also mehr auf der Unity-Oberfläche, auch auf älteren Notebooks oder älteren Systemen relativ flüssig läuft. Und das zeige ich euch gleich mal hier, was für ein System ich habe. Normale Systemüberwachung, dann sehen wir eigentlich schon so Grundinformationen über dieses System. Und zwar ist es ein Latitude D830. So ein System, wie ich das jetzt hier habe, kriegt man so knapp für 200 Euro auch bei eBay oder anderen Kleinanzeigenplattformen. Und ich habe hier Ubuntu 12.04 drauf, 32-Bit-Version, da ich ja nur 3 GB Arbeitsspeicher hier verbaut habe, einen Intel Dual-Core-Prozessor mit 2,2 GHz und eine 250 GB Festplatte ist drinnen. Davon habe ich hier noch 208 zur Verfügung. Das heißt, 250 GB sind für ein Linux-Betriebssystem ausreichend, je nachdem, wie viel MP3s oder Videos oder auch Fotos ihr auf eurer Platte habt, kann dieses euch natürlich längere Zeit ausreichen. Ja, ich gucke mal in den zweiten Reiter rein. Hier laufen mehrere Prozesse, wie ihr sehen könnt. Ressourcen sehen wir hier jetzt auch grafisch, dass ich hier das WLAN habe und dass da eben hier ein Datenfluss besteht. CPU hat halt hier schon 50% ungefähr werden gebraucht, alleine jetzt schon für die Aufnahmesoftware, die hier im Hintergrund läuft. Und ansonsten ist eigentlich die CPU-Auslastung für ganz normales Arbeiten, Programmieren, YouTube-Videos anschauen ausreichend. Treiber werden bei diesem System vollautomatisch erkannt, also ihr braucht keine WLAN-Treiber installieren oder Soundkartentreiber oder diverse andere Dinge. Ubuntu schafft wirklich jegliche Hardware bei diesem System automatisch zu erkennen. Die werden da wirklich immer besser, die Jungs, und ihr habt somit also auf so einem System das Linux-Betriebssystem zu installieren, habt ihr weniger Arbeit, wie wenn ihr jetzt zum Beispiel das Windows XP-Paket hier installiert, dann müsst ihr kompletten Treiber installieren. Der Akku, der hält hier circa 2 bis 3 Stunden, ist ein neuer Akku, der ich hier eingebaut habe, und ja, unter Windows hält dann der Akku auch länger, weil einfach die Energiesparfunktion, da muss unter Linux noch ein bisschen was gemacht werden, dann kriegen wir das auch hin. Wie ihr sehen könnt, diese grafischen Effekte hier, wackelige Fenster, ja, hier habe ich auch noch mal eben dieses Glossy, ja, Systemmonitor würde ich jetzt dazu sagen, hier auch. Das könnt ihr alles sehen. Ich öffne jetzt auch mal vielleicht mal ja das LibreOffice. Ich weiß nicht, ob ich es getroffen habe. Ich glaube nicht. Muss, glaube ich, hier erstmal das hier schließen. Das habe ich irgendwie aus Versehen jetzt angeklickt. So, das geht auch relativ flott. Ich habe jetzt das Design so nach meinem Geschmack angepasst. Das gefällt mir eben unter Linux auch sehr gut. Da könnt ihr vieles so einstellen, wie es euch gefällt oder auch nicht. Das ist eure Wahl. Ihr könnt es auch original lassen. Da sind wirklich jedem keine Grenzen gesetzt. Hier eben meine Applikationen, die ich auch auf meinem Desktop Linux-Rechner habe. Das natürlich von der Hardware her mehr kann. Aber für unterwegs ist eigentlich so ein 100 oder 200 Euro Notebook wirklich ausreichend. Einzigste, was ihr vielleicht machen müsst, die Festplatte auswechseln, weil die meistens schon anfangen zu rattern, wenn das Notebook nach 5 oder 6 Jahren im Einsatz war, und vielleicht dann noch einen günstigen Akku, den ihr dann verbaut, dann könnt ihr nochmal mindestens 1-2 Jahre mit so einem gebrauchten Notebook glücklich werden, und das reicht euch meistens aus. So, das mal kurz zu ältere Hardware mit Linux. Natürlich könnte ich jetzt hier auch ein schmaleres Linux installieren wie Xubuntu, dann wird das alles noch mehr, weniger Ressourcen brauchen, wird vielleicht dann halt auf der Oberfläche nicht so schön aussehen, vielleicht eben, wie gesagt, schön, das ist ja Geschmackssache, jeder wie er es mag. Und ja, aber ich habe mich jetzt für die Unity-Oberfläche entschieden, weil mir das eigentlich ganz gut gefällt. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, einfach diese Fragen unter dieses Video stellen. Ich werde sie beantworten. Bis zum nächsten Video, und ich hoffe, ihr seid dabei.